herzlich willkommen zurück zur virtuellen Konferenz Machtfragen der Digitalisierung. Wir wollen jetzt weiter diskutieren und über weitere spannende Forschungsergebnisse erfahren. Vielleicht waren Sie heute Morgen schon dabei, vielleicht waren Sie auch schon in einigen Sessions. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Melanie Stein, ich bin Journalistin und Moderatorin und freue mich, Sie hier durch diese Konferenz begleiten zu dürfen. Und damit Sie alle wissen, worum es denn geht heute und morgen, haben wir noch mal einen kleinen Film für Sie vorbereitet. Homeoffice. Mobiles Arbeiten. Früher eine Ausnahme. Spätestens seit Corona normal. Und trotzdem, noch sind da viele Fragen. Die Hans-Böckler-Stiftung hat darum einen Forschungsverbund initiiert. Die zentrale Frage: Wie verändert Digitalisierung unsere Arbeit? Digitalisierung verändert die Arbeitswelt schon seit langem. Jetzt gibt es einen neuen Schub. Unternehmen lagern viele Daten an die Cloud aus und Algorithmen werten sie selbstständig aus, steuern Arbeitsprozesse und verteilen Tätigkeiten. Es entstehen Abhängigkeiten von wenigen digitalen Plattformen und neue Formen der Kontrolle und Überwachung. Der Forschungsverbund hat darum 15 Projekte gestartet. Unter anderem: Wie verändert Digitalisierung die Geschlechterverhältnisse? Wer bestimmt in der Digitalisierung, was zu tun ist? Oder auch: Wie verändern Algorithmen das Personalmanagement? Genau das war auch ein Thema auf der Internetkonferenz Republika. 2018 diskutierten hier Mitglieder des Forschungsverbundes die schwierigen Grenzen von Algorithmen, die vorhersagen sollen, welche Mitarbeiter möglicherweise bald kündigen werden. Was mache ich jetzt mit diesen Informationen? Ja? Wenn jemand als voraussichtlicher Kündiger identifiziert ist, gebe ich dann dieser Person vielleicht einen niedrigeren Bonus, weil in einem Jahr ist die Person ja gar nicht mehr da. Oder gebe ich ihr ein interessanteres Projekt, damit sie doch eher bleibt? Und da fängt es an, aus meiner Sicht kritisch zu werden, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter auf Basis von solchen Modellen unterschiedlich behandle. Die Projekte aus dem Forschungsverbund haben jetzt 3 Jahre lang an diesen Fragen gearbeitet. Und neben wissenschaftlichen Ergebnissen sind auch konkrete Arbeitshilfen, zum Beispiel für Betriebsräte, herausgekommen. Unser Ziel war es, Ideen zu entwickeln, wie digitale Technologien für humanere Arbeit und mehr Mitbestimmung genutzt werden können. So ganz im Sinne einer algorithmischen Gegenmacht. Tja, gerade haben wir einen Ausschnitt der Republika gesehen von 2018 und damit steckten einige Projekte noch in den Kinderschuhen. Wir haben unter anderem diskutiert, welche Chancen Algorithmen eventuell auch bieten, wenn es um die Personalauswahl geht, denn der Mensch ist natürlich immer biased. Wir haben Vorurteile, es gibt Studien dazu, dass Menschen mit ausländischen Nachnamen beispielsweise diskriminiert werden, dass Menschen, die besonders attraktiv sind, Vorteile haben bei der Personalauswahl. Und wie schön wäre es, wenn wir uns von all dem befreien könnten und rein objektiv mit Hilfe von Algorithmen entscheiden könnten. Was aber, wenn die Programme dafür von Menschen programmiert werden und auch wenn die Daten, aus denen gespeist wird, schon diskriminierend sind? Darüber werden wir heute diskutieren, aber auch darüber, was Betriebsräte tun können, wenn zum Beispiel People Analytics angewendet werden. Und wir machen das, indem wir zuerst uns die Forschungsergebnisse von 2 Forschern anhören, die in dem Forschungsverbund sind. Und anschließend gehen wir dann in eine Diskussion über. Vielleicht haben Sie Ähnliches wie ich schon erlebt. Ich habe mich, ist gar nicht so lange her, an meinem Arbeitscomputer eingeloggt und normalerweise konnte ich immer mit meinen Programmen losarbeiten und plötzlich hat mich Word gefragt, gib doch bitte mal deine E-Mail-Adresse an. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich damit auch nicht mehr weiterarbeiten. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich und was wird da gespeichert und was wird da erfasst? Und diese Fragen von People Analytics hat sich auf wissenschaftlicher Ebene unter anderem André Tiltges gestellt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Politik der TU München. Er ist Projektkoordinator Digitale Gegenmacht von der Hans-Böckler-Stiftung. Und davor hat er unter anderem fürs Bundesministerium Bildung und Forschung zur Manipulation in Social Media geforscht. Jetzt geht es aber erstmal um das Projekt Algorithmen der Gegenmacht. Und ich freue mich jetzt auf die Ergebnisse. Herr Tiltges, bitte.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die warmen Worte und die Einleitung. Ich bin gebeten worden, kurz die Ergebnisse zusammenzufassen aus unserem Forschungsprojekt Algorithmische Gegenmacht. Wir haben uns zunächst in den 2 Jahren bei der Hans-Böckler-Stiftung damit auseinandergesetzt, wie denn quasi das ganze Spannungsfeld Big Data, KI, Algorithmen in Betrieben angewendet wird. Und haben dazu ein paar Simulationen gemacht, technische Simulationen, wie beispielsweise Klassifikationen ablaufen. Also gerade eben im Vorbericht hat er schon so ein bisschen den Hinweis gegeben, im Recruitment wird das häufig eingesetzt und da gibt es verschiedene Tools, die dort zur Anwendung kommen. Wir haben uns technisch mal auseinandergesetzt damit, wie entscheiden denn eigentlich Algorithmen technisch und zu welchen Entscheidungen kommen sie dort. Das war das erste Ergebnis. Dann überleitend haben wir uns gefragt, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich dieses sehr informatische Thema auf die betriebliche Ebene, weil wir möchten ja oder wollten ja nicht bloß Ergebnisse produzieren, die quasi für die Fachwelt eine Relevanz haben, sondern auch in die praktische Arbeit in den Betrieben einfließen. Und dann hat es einen Aufschlag gegeben, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dem Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung zusammenzuarbeiten und dort Betriebsvereinbarungen zu bestimmten Themen, zu Datenanalysen, zu den Themen, wie werden eigentlich personenbezogene Daten verarbeitet etc. pp. Auszuwerten, damit quasi mir die Frage gestellt, was muss denn jetzt eigentlich dazukommen für Betriebsrätinnen und Betriebsräte, sie so ein bisschen fit zu machen und zu unterstützen, wenn es um Betriebsvereinbarungen zum Thema KI, zum Thema Machine Learning geht. Dazu ist in diesem Jahr die daraus entstandene Studie oder Auswertung rausgekommen, die es auch online gibt. Vielleicht kann man später den Link im Chatroom teilen, damit alle den nochmal präsent haben. Die heißt Machine Learning Anwendung in der betrieblichen Praxis. Da geht es um solche Fragen wie, wie muss man denn jetzt eigentlich Betriebsvereinbarungen denken und vor allen Dingen, was muss man beachten, damit man nicht ständig Stolpersteine sieht und darüber auch rückwirkend noch fällt. Das waren so ein bisschen die Fragestellungen, ohne da jetzt vorweggreifen zu wollen und zu tief ins Detail zu gehen. Ich glaube, das machen wir gleich noch ein bisschen. Unterstützend dazu gab es auch noch 2 Beispiele aus der Praxis, die ich gemacht habe. Einmal zu Microsoft 365. Auch das steht online. Das zweite ist zu SAP SuccessFactors. Da geht es im Prinzip auch darum, wie werden denn eigentlich personenbeziehbare und personenbezogene Daten verarbeitet und worauf muss man da achten, wenn man Betriebsvereinbarungen zu solchen Systemen oder zu solcher Software abschließt. Zum Schluss haben wir so ein bisschen die Machtfragen ein bisschen, ich sag mal, mehr gewälzt und uns überlegt, wie können wir jetzt dazu auch noch einen Beitrag leisten. Und ich habe dazu letztes Jahr eine empirische Auswertung gemacht, die so ein bisschen aufdröselt, wie geht denn eigentlich Online-Werbung über soziale Netzwerke, in denen inzwischen ja sowohl die Arbeitgeberverbände als auch die Arbeitnehmerverbände sehr aktiv sind. Und was lässt sich da an Spezifika ableiten? Wie verhält sich das? Wo kann man vielleicht ein bisschen nachbessern? Und wie stehen da sowieso überhaupt die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf diesem Gebiet? Ja, das erstmal von mir und gleich geht's weiter in der Diskussion.
Genau, vielen, vielen Dank, Herr Tiltges. Falls Sie jetzt schon Fragen haben, dann können Sie diese gerne in unserem Chat stellen. Wir werden darauf nachher zurückkommen. Und jetzt freue ich mich auf ein weiteres Forschungsprojekt und einen weiteren Wissenschaftler in diesem Projekt. Das ist Matthias Spielkamp. Matthias Spielkamp ist Mitgründer und Geschäftsführer von Algorithm Watch. Er ist unter anderem Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen und Mitglied bei Global Partnership on Artificial Intelligence. Studiert hat er Philosophie und Journalismus. Herzlich willkommen. Matthias, was hast du in deinem Forschungsprojekt herausgefunden? Für die Begrüßung. Ich hatte jetzt gerade technische Probleme und müsste mal hören, ob ihr mich seht und hört. Wir können dich gerade hören. Dein Bild ist eingefroren, aber wir können dich hören. Wunderbar. Das ist nicht so toll. Ich mache die Kamera mal aus und schalte sie wieder ein und hoffe, es funktioniert dann wieder. Wenn nicht, dann müsst ihr mit einem statischen Bild von mir leben, was nicht gar nicht das aussieht. Das können wir auch. Ja? Das können wir auch. Ja, okay. Ist gut authentisch getroffen. Genau, ist sehr hübsch. Wunderbar, danke. Danke für die Blumen. Okay, aber jetzt rede ich nicht weiter drum herum. Die Ergebnisse unseres Forschungsprojekts. Ja, wir haben uns mit dieser Frage genau der People Analytics Software befasst, also der Möglichkeit, Leistung und Potenzial von Mitarbeiterinnen oder Teams zu analysieren, vorauszusagen oder zu steuern. Und ich denke, das kennen einige aus der Praxis. Das kann durch solche bekannten Systeme passieren wie Office 365, aber eben auch sowas wie SuccessFactors von SAP oder People Analytics von Workday. Und was damit gemacht wird, ist eben, oder in diesem System gemacht wird, ist, dass statistische Methoden der Mustererkennung und Wahrscheinlichkeitsrechnung eingesetzt werden, um eben herauszufinden, wie Menschen arbeiten. Aber es geht weit darüber hinaus. Es wird nämlich auch versucht, dann Prognosen zu erstellen, wie sie in Zukunft arbeiten könnten und welche Empfehlungen man dann eben geben könnte. Also sollte eine Person aufsteigen, sollte die vielleicht in ein anderes Team wechseln und so weiter. Und wir haben uns jetzt keine Systeme einzeln angeschaut. Das wäre einerseits zu schwierig und zu aufwendig gewesen, weil man an die Informationen eben häufig überhaupt nicht rankommt. Die Unternehmen halten die geheim. Es wäre aber unserer Einschätzung nach auch nicht wirklich sinnvoll gewesen, weil das dann dazu geführt hätte, dass wir quasi ein System hätten auditieren können, aber keine weiterreichenden Schlüsse ziehen über die Systeme insgesamt. Und deswegen haben wir einen anderen Ansatz verfolgt. Das heißt, wir haben unterschiedliche Gutachten mit Partnerinnen und Partnern zusammen erarbeitet, nämlich zum Datenschutz, zum Arbeitsrecht, zum ethischen Einsatz von solchen Systemen und aber eben auch zum Hintergrund in Informatik und Mathematik und sind zu dem Schluss gekommen. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich banal an, aber das muss man gut begründen, damit man das auch wirklich gut vertreten kann, dass Beschäftigte einen Anspruch darauf haben, die Logik derartiger Systeme verstehen zu können. Und es ist eben in der Praxis auch alles andere als selbstverständlich, dass dieser Anspruch eingelöst wird. Denn wie gesagt, die meisten halten das geheim, was da passiert. Da wird in Marketingbroschüren und in den Pitches der Vertriebler dieser Systeme dem Personalmanagement dann natürlich das Blaue vom Himmel runter versprochen. Und meistens wissen die auch nicht genau, was passiert. Also weder die Marketing-Heinis auf der einen Seite noch die Personalmanager auf der anderen Seite. Und dann ist eben immer die Frage, wie kann der Anspruch aber auch der Beschäftigten, da Transparenz zu bekommen, überhaupt durchgesetzt werden? Also erstmal die Voraussetzung, sie haben einen Anspruch darauf. Denn wir sind eben der Einschätzung, dass das eine notwendige, wenn auch keine hinreichende Voraussetzung dafür ist, dass die Autonomie der Beschäftigten gewahrt bleibt. Sie dürfen eben genau keine passiven Objekte einer von Algorithmen getriebenen Steuerung werden, was dann in der Fachsprache so Algorithmic Governance genannt wird. Das heißt, sie müssen aktiv dazu beitragen können, dass die Leistung der Organisation etwa verbessert werden kann, indem sie Erkenntnisse nutzen, die durch den Einsatz von solchen Systemen entstehen. Und sie müssen aber auch, die Systeme selber müssen aber auch so gestaltet sein, dass immer auch die Beschäftigten davon profitieren, nicht ausschließlich die Arbeitgeber. Das sind, wie gesagt, ethische Standpunkte, die man da vertreten kann. Jetzt ist es in Deutschland so, dass durch das Betriebsverfassungsgesetz schon relativ starke Informationspflichten der Unternehmen gegenüber den Beschäftigten verankert sind, dass die aber vor großen Herausforderungen stehen. Denn wir haben das eben schon gehört, es handelt sich immer häufiger um solche Blackbox-Systeme. Das heißt, es ist erstmal prinzipiell nicht offensichtlich, was da passiert. Und wir sind in Zusammenarbeit mit dem Rechtsgutachter dazu gekommen, dass
wir eben sagen, diese Systeme, deren Funktionsweise dem Betriebsrat eben genau nicht erläutert werden können, erfüllen gar nicht die Auskunftsanforderungen des Betriebsverfassungsgesetzes. Aber die Frage ist natürlich, was macht man mit der Erkenntnis? Es ist ja nicht so einfach, das dann zu verändern, denn auf der einen Seite muss sowas durchgesetzt werden, es muss auch viel Kompetenz auf Seiten des Betriebsrats vorhanden sein. Und das ist nicht immer der Fall in der Praxis, denn Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben so wahnsinnig viele Aufgaben, so ein großes Aufgabenspektrum, die können natürlich auch nicht zusätzlich nochmal eben Expertinnen und Experten für KI werden. Und da sind wir eben der Ansicht, dass es gesetzliche Klarstellungen braucht, aber auf der anderen Seite auch stärkere Kompetenz bei der Arbeitnehmerseite. Und da kann es viele Akteure geben, die sich da, sagen wir mal, unterstützend hervortun können. Das können Gewerkschaften sein. Das kann auch die Politik sein. Und da muss man eben jetzt diskutieren, wie das am besten umgesetzt werden kann. So viel erstmal dazu. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mein System hier mal neu starten, damit man mich auch in Bewegung sieht? Soll Herr Spielkamp das nochmal neu starten? Die URL einfach neu laden, höre ich gerade. Dann vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Spielkamp, für diesen Einblick und die Aussagen, die führen uns eigentlich auch schon direkt zu unserem nächsten Gast. Das ist Bettina Haller. Bettina Haller ist Vorsitzende des Konzernbetriebsrats Siemens. Bevor sie bei Siemens angefangen hat zu arbeiten, hat sie unter anderem eine Werkstatt für behinderte Menschen geleitet, studiert hat sie soziale Arbeit. Frau Haller, herzlich willkommen. Nun ist natürlich von großem Interesse, es wurde ja schon so ein bisschen die Problematik dargestellt und damit geht natürlich auch die Frage einher, wie sieht es denn jetzt aus bei Siemens? Also kommt sowas zur Anwendung? Werden die Leistungen von Menschen überwacht und wie können Sie das überhaupt rausfinden? Haben Sie da Möglichkeiten? Ja, das ist die spannende Frage. Ich fürchte, dass wir das verbindlich und sicher nicht rausbekommen. Wir wissen, dass natürlich wird Office 365 eingesetzt. Es gilt als vom Arbeitgeber bereitgestelltes und zu nutzendes Arbeitsmittel. Wir haben auch eine Gesamtbetriebsvereinbarung dazu. Also sogar auf Konzernebene, also eine Konzernbetriebsvereinbarung, aber die regelt natürlich nur die Dinge, die wir selber haben sehen und erkennen können und ansonsten sind wir weitestgehend darauf angewiesen, uns darauf zu verlassen, was der Arbeitgeber uns bezüglich der eingesetzten Verfahren sagt und mein größtes Problem ist eigentlich, dass an vielen Stellen die uns zur Verfügung stehenden Verhandlungspartner sind ja oft die Kollegen aus der Personalorganisation und die wissen es oft ja nicht viel besser als wir. Und deswegen kann das, was der Matthias Spielkamp sehr richtig sagt, dieser Informationsanspruch, wirklich zu erklären, was passiert da eigentlich, was läuft da im Hintergrund, was wird damit gemacht, kann uns von den Leuten, die uns gegenüber sitzen, oft überhaupt nicht erklärt werden, weil die das selber nicht kapieren. Also was Sie als Betriebsrätin da eventuell oder als Vorsitzende da eventuell für Möglichkeit haben, darüber wollen wir auch gleich noch diskutieren. Aber zunächst möchte ich noch Johanna Wenkebach begrüßen. Johanna Wenkebach ist wissenschaftliche Direktorin des Sinsheimer Instituts. Davor war sie unter anderem Tarifsekretärin bei IG Metall und hat zum Antidiskriminierungsrecht und Kündigungsschutz promoviert. Herzlich willkommen. Ja, wir haben es schon so ein bisschen bei Herrn Spielkamp gehört. Mitbestimmung ist wichtig. Mitbestimmung ist wichtig für MitarbeiterInnen. Weshalb? Wir haben es gerade schon im vorhergehenden Panel sehr intensiv diskutiert. Ich habe da auch auf die Prozesse in der Corona-Krise jetzt verwiesen. Mitbestimmung ist Demokratisierung der Wirtschaft. Und gerade in so massiven Transformationsprozessen, wie wir sie jetzt gerade haben, was aus verschiedenen Faktoren sich speist. Einer davon ist die hier diskutierte Digitalisierung. Das sind massive Veränderungsprozesse, die Ängste hervorrufen bei den Menschen, wo sich ganz viele Fragen stellen und die funktionieren in Betrieben nur erfolgreich,
Und sie funktionieren auch in einer Gesellschaft nur erfolgreich, denn das ist ja alles miteinander verzahnt, wenn Menschen mitgenommen werden, wenn ihre Ängste gehört werden, wenn sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Und wir haben gerade von den Wissenschaftlern im vorherigen Panel gehört, der Bedarf und das Interesse, sich einzubringen, der wird immer größer bei den Beschäftigten, auch bei Beschäftigtengruppen, die vielleicht gar nicht so sehr im Fokus bisher waren von Gewerkschaften. Und da sind ganz neue Dynamiken in den Betrieben zugange. Für die brauchen Betriebsräte Ressourcen und für die brauchen Betriebsräte natürlich auch Mitbestimmungsrechte, die zu den Herausforderungen der Zeit passen. Was wir da an Kritikpunkten haben, ich denke, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Sehr gerne. Wir haben auch schon so ein bisschen gehört von Frau Haller, was die Herausforderungen sind. Und jetzt wollen wir uns natürlich so ein bisschen mit den Lösungen befassen. Eine der Lösungen ist eventuell ein Leitfaden. Herr Spielkamp, den Ihr Team erstellt hat, den Sie mit erstellt haben. Was ist da besonders wichtig? Und wo kann man den vor allen Dingen finden? Ja, den findet man auf unserer Website unter Algorithm Watch. Da geht es weiter mit Projekten und Veröffentlichungen und da ist er in dem Dossier Mitbestimmung zu finden. Und was wir da versucht haben, ist in Zusammenarbeit mit Sebastian Stiller, Mathematiker an der TU Braunschweig, uns mal die grundsätzlichen Funktionsweisen von solchen KI-getriebenen Systemen anzuschauen und zu überlegen, was denn eigentlich dazu beitragen würde, dass Beschäftigte besser verstehen können, zu welchem Zweck solche Systeme eingesetzt werden und ob sie dann auch halten werden, was sie versprechen. Und das geht mit ganz, ganz, sagen wir mal, schlichten Fragen. Also schlichte Fragen sind ja nicht immer einfach zu beantworten, aber es kann eben sein, oder nicht, es kann sein, sondern es steht auch dann die Frage drin, zu welchem Zweck wird das System eingesetzt. Dann ist es aber eben wichtig, dass man darauf eine schlüssige und nachvollziehbare Antwort bekommt von dem Hersteller des Systems. Und aufbauend auf solchen grundsätzlicheren Fragen kommen dann auch spezifische, die auch mit den technischen Eigenschaften zu tun haben. Wir haben versucht, das so zu erläutern, dass das eben auch für interessierte Laien, so würde ich die jetzt mal nennen, ja, also auf keinen Fall jedenfalls für Expertinnen und Experten zu verstehen ist, sondern für interessierte Laien, die bereit sind, sich dazu einzuarbeiten, weil sie natürlich auch ein bestimmtes Ziel damit verfolgen, nämlich diese Systeme zu überprüfen und verständlich zu machen. Und nehmen wir jetzt das Beispiel. Es kann ja sein, dass etwa jemand sagt, wir wollen herausfinden, wer im Betrieb in einer bestimmten Abteilung einflussreich ist. Ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein theoretisches Beispiel, aber daran kann man das noch deutlich machen, was gemeint ist und wie dieser Leitfaden funktionieren soll. Dann wird also erstmal klar, was ist das Ziel. Dann kann man sich schon darüber unterhalten, ob das ein verfolgungswertes Ziel ist, also ob das Personalmanagement das überhaupt herausfinden können sollte. Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist der Fall. Dann wäre die nächste Frage, wie wird das denn gemacht? Und dann wird zum Beispiel gesagt, na, wir versuchen das dadurch herauszufinden, zum Beispiel mit wie viel Menschen, Personen jeweils in einer Art Netzwerk sind. Ja? Und dann stellt man fest, dass das natürlich eine Art Stellvertreteranalyse ist. So wird das genannt, also Proxy-Indikatoren werden da verwendet, Stellvertreterindikatoren. Das heißt, die Zahl derjenigen, mit denen eine Person in Kontakt steht und E-Mails austauscht, telefoniert oder jedenfalls in Kommunikation ist, wird als stellvertretendes Merkmal dafür genommen, wie einflussreich die Person ist. Und dann hat man wiederum die Frage, ja, aber ist das denn angemessen, dass man dieses Kriterium dafür nutzt? Und wenn man versucht, diese Informationen, die, glaube ich, auf der Ebene, wie ich sie gerade beschrieben habe, durchaus nachvollziehbar sind, auch für Menschen, die weder Expertinnen und Experten für Mitbestimmung noch für KI noch für People Analytics sind, wenn man versucht, die auf die Art und Weise herauszuschälen, dann entsteht ein viel größeres Maß an Transparenz darüber, was eigentlich mit dem System erreicht werden soll und ob das auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Und das ist dann die Basis. Die Transparenz ist immer nur eine Basis, sie ist immer nur Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Aber das ist dann die Basis dafür, zu diskutieren, ob dieser Zweck unterstützenswert ist und ob es zum Beispiel Bedenken gibt auf der Arbeitnehmerseite an der Stelle. Mhm. Herr Tietges, was wäre denn Ihr Tipp für Betriebsräte? Konkreter Tipp, jetzt bitte, 1, 2. Ja, ich sag mal, auf der Grundlage dessen, was ich gerade eben schon angerissen habe, sind ganz viele Punkte in
Betriebsvereinbarung eigentlich schon geregelt. Also ich habe mit dem, was ich da geschrieben habe oder aufgeschrieben habe, auch versucht, nicht das Rad neu zu erfinden, sondern eigentlich das aufzugreifen, was Betriebsrätinnen und Betriebsräte schon seit Jahrzehnten machen, weil die sind die Experten der Aushandlung von Betriebsvereinbarungen. Und mein Tipp ist, auf jeden Fall holen Sie sich, wenn Sie solche Themen verhandeln, also ein KI-Einsatz, algorithmische Auswertung in Unternehmen, wo auch immer, in welchen Abteilungen auch immer, wenn das ansteht, wenn das zur Diskussion steht, holen Sie sich bitte, bitte, bitte Expertinnen und Experten von außen, die Ihnen da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich glaube, das ist mal ein grundlegender Tipp, der einfach beherzigt werden muss, auch in der Erfahrung im Umgang mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten, die, das ist ja auch schon angeklungen, einfach teilweise mit ganz vielen anderen Themen zu tun haben und eben in diesem Fachgebiet KI oder algorithmische Auswertung von Daten einfach erstmal keine Expertise besitzen. Und deswegen mein absoluter Tipp Nummer eins, holen Sie sich eine Hilfe herbei in Form von einer rechtlichen Beratung, aber auch in Form von einer technischen Beratung. Teilweise sind die ja in den Betrieben sogar vorhanden. Durchstöbern Sie das Internet nach solchen Sachen, wie der Matthias mit seinem Projekt gemacht hat, weil die geben Ihnen wenigstens Anhaltspunkte dafür, ja, worauf es ankommt an diesen Stellen. So viel erstmal. Ja, vielen Dank dafür. Genau, Frau Haller hebt schon die Hand. Externe Berater, das hört sich gut an, aber wie leicht ist denn das? Das ist schon ein wesentlicher Teil des Problems, weil ich da bin ich ja nicht in der klassischen Situation der großen Betriebsänderung. Ich könnte die zwar konstruieren, da habe ich aber schon den ersten Streit. Und ansonsten muss ich mich ja über die Hinzuziehung von Beratern mit dem Arbeitgeber einigen. Und wir sind ja ganz häufig mit der Situation konfrontiert, dass die Mitbestimmung im gesamten Bereich der Datenverarbeitung von der Firmenseite oft reduziert wird auf den berühmten 87 10 6 6 10, zu sagen, Mitbestimmung überhaupt nur dann bei der Einführung von Verfahren, die zur Leistung und Verhaltenskontrolle geeignet sind. Da sind wir schon erstmal drin. Und dann kommt aber ganz schnell die Erklärung, das machen wir ja nicht. Ergo gibt's dann da auch keinen Bedarf an weitergehenden Vereinbarungen. Und ich glaube schon, dass wir gerade bei dem Thema Hinzuziehung von Beratern zu Technologiefragen tatsächlich auch eine Gesetzesänderung tatsächlich brauchen, weil nun kann man sich das in so einem großen Konzern vielleicht gerade noch vorstellen, dass da ein Konzernbetriebsrat oder ein Gesamtbetriebsrat die entsprechende Power entwickelt. Beim Mittelständler wird es schon völlig anders aussehen. Frau Wenkebach, Sie wollten noch was dazu sagen und Sie können gerne immer direkt aufeinander eingehen. Sie müssen nicht auf mich warten. Okay, super. Herzlichen Dank. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich wollte auf beide meiner Vorredner eingehen. Zum einen ein kleiner Widerspruch zur Aussage, man muss das Rad nicht neu erfinden. Das mag zutreffen für Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die in Betrieben sind mit gewachsenen Mitbestimmungsstrukturen. Und damit meine ich sowohl gewerkschaftliche Mitbestimmung, Unternehmensmitbestimmung als auch betriebliche Mitbestimmung. Viele der Digitalisierungsprozesse finden aber gerade auch in Betrieben statt, wo entweder das Unternehmen wirklich eine explizite Abneigung gegen Gewerkschaften und Mitbestimmung hat. Das trifft zum Beispiel für große Teile der Plattformindustrie, trifft das zu. Es trifft aber auch zu auf Unternehmen wie Amazon, die sehr stark im Logistikbereich an an algorithmischen Managementsystemen arbeiten. Hier kann eben nicht zurückgegriffen werden auf Gremien, die jahrzehntelang gearbeitet haben, die vielleicht Arbeitskampferfahrung haben, die
die sozusagen über Generationen auch Mitbestimmungsexpertinnen und Experten auf ArbeitnehmerInnenseite aufgebaut haben. Und das ist, denke ich, schon ein Problem dieser Entwicklung. Man muss auch aus arbeitsrechtlicher Sicht definitiv an einigen Stellen das Rad neu erfinden, denn, und das passt zu dem, was Frau Haller gerade gesagt hat, Mitbestimmungsrechte stoßen bei diesen Digitalisierungsthemen an Grenzen. Die letzte Reform der betrieblichen Mitbestimmung liegt wirklich Jahrzehnte zurück. Da hatten wir ganz andere technische Voraussetzungen, ganz andere Prozesse, aber auch, und das ist für mich auch unter der Überschrift Rat neu erfinden, jetzt auf Arbeitnehmerseite, nicht nur von der Möglichkeit der Arbeitsrechte her, der Mitbestimmungsrechte, sondern auch von Prozessen in Gremien her. Erwartungshaltungen haben sich verändert. Die Art und Weise, wie miteinander gearbeitet und kommuniziert wird, auch da haben Wandlungsprozesse stattgefunden. Deswegen hat mir sehr gut gefallen, was wir gerade eben im vorherigen Panel diskutiert haben, nämlich, dass es eigentlich eine viel stärkeren Prozessorientierung braucht in Mitbestimmungsprozessen. Und das muss natürlich auch rechtlich verankert werden. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Ich wollte nur zu Frau Haller noch sagen, es gibt sehr gute Nachrichten. Es gibt nämlich einen Referentenentwurf für eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes aus dem Bundesarbeitsministerium. Natürlich ist da vieles, was der DGB fordert, was Gewerkschaften fordern, was auch wir als Arbeitsrechtsexpertin zum Beispiel an meinem Institut und in der Hans-Böckler-Stiftung vorschlagen, noch nicht aufgegriffen. Aber einige Aspekte eben schon. Und dazu gehört zum Beispiel, den Zugriff auf Sachverstand in Fragen künstlicher Intelligenz zu erleichtern, indem nämlich vermutet wird, dass dieser Sachverstand erforderlich ist, was ja eigentlich auch eine Denklogik. Also wenn man jetzt nur die ersten Redebeiträge gehört hat, wir sind alles kluge Menschen, engagierte Menschen, trotzdem erschließt sich da so viel eben nicht, auch wenn man liest und wenn man googelt. Deswegen liegt das wirklich sehr nah und es ist sehr darauf zu hoffen, dass diese Reform als erster Schritt, um da eine Mitbestimmung 4.0 zu schaffen, die wir eben dringend brauchen, zu schaffen. Mein Bild mit dem, dass ich wollte das Rad nicht neu erfinden, bezog sich aber auch teilweise oder überhaupt nicht teilweise, sondern ganz explizit darauf, dass es ja tatsächlich sowas gibt wie eine gewachsene Formalia der Betriebsvereinbarung. Und um das nochmal ein bisschen zu unterfüttern, ich habe es für wie soll ich sagen, nicht wirklich sinnvoll empfunden, bestimmte Dinge, die ganz häufig schon in Betriebsvereinbarungen verhandelt worden sind, jetzt nochmal neu aufzudröseln, sondern das ist quasi der Duktus dessen, was ich da zusammengefasst habe, dass ich mir eher Gedanken gemacht habe, wie überführt man das jetzt in die Thematik KI und Machine Learning. Also das vielleicht nochmal zu erklären. Von daher, ja, man muss zu bestimmten Sachen das Rad definitiv neu erfinden, da bin ich bei Ihnen. Wir haben sie ja auch gerade tatsächlich genannt und ausgeführt. Einfach nochmal zur Erläuterung. Ja, und es ist ja auch ein Spannungsfeld, ne? Also ich sag mal, wir haben es mit Belegschaften zu tun, die teilweise in ihrem privaten Umfeld mit den Amazons, den Facebooks und was es da sonst noch alles gibt, relativ, ich will mal sagen, sorglos umgehen, innerhalb der Arbeitswelt, dann aber unter Umständen einen ganz anderen Anspruch. Also wir hatten es bei der Datenschutzgrundverordnung, die Diskussionen, die da kommen. Und es ist aber auch anders als bei anderen Technologien, dass stärker gerade auch aus dem Ingenieursbereich dann Anforderungen an den Betriebsrat herangetragen werden. Jetzt äußere dich mal dazu, jetzt sag mal was dazu. Und da kommt man dann gelegentlich dann schon ins Schwitzen, wenn es nicht sozusagen das heimische Metier ist, wo man sich nur zu 100% auskennt. Und das, wie gesagt, das hat also ja diese zwei Aspekte. Das eine ist das Thema der Beratung und das andere, was mich da sehr stark beschäftigt, ist vorhin ja auch schon mal angeklungen, diese Debatte, was der Matthias angesprochen hat, wenn man anfängt nachzufragen, wofür ist es denn eigentlich gedacht? Welche Fragen stellt ihr denn oder wollt ihr stellen, um das
Ziel zu erreichen, dann überhaupt zu diskutieren und mit wem diskutiere ich das? Ist es denn überhaupt okay, so eine Frage zu stellen? Finde ich denn jetzt bei der Auswahl von Auszubildenden unter Zuhilfenahme von solchen Tools, habe ich dann eine bessere Lösung, als wenn ich den erfahrenen Berufsausbilder habe, der sagt, ich gucke mir die Pappenheimer mal der Reihe nach an und unterhalte mich mal eine Stunde und dann weiß ich auch, welcher der richtige ist. Und wir verwenden jetzt da aufwendige Tools, wo wir überhaupt nicht verstehen, was im Hintergrund da eigentlich abläuft, um dann zu sagen, ja, dann haben wir aber ganz sicher den richtigen gefunden. Also diese ethische Diskussion, also ich weiß ja auch, es gibt bei der Bundesregierung da ja auch ein Forum zu, dass diese Fragen überhaupt versucht auch zu diskutieren, denn die Tools sind weder per se diskriminierungsfrei, wir haben über die Geschlechterdiskussion gesprochen, wer stellt ein, nach welchen Kriterien dann ausgewählt wird, welches die richtigen Fragen sind. Das ist, denke ich mal, der andere Teil zu dem Thema technischer Sachverstand. Hm. Ja. Auch da ist tatsächlich in den Reformen, ach so, jetzt haben wir uns unterbrochen. Nee, machen Sie mal, alles gut. Ich wollte mich darauf beziehen, dass das tatsächlich auch etwas ist, was der Gesetzgeber erkannt hat, dass da Handlungsbedarf besteht in dem Bereich. Also da soll ja Zugriff geschaffen werden auf Auswahlrichtlinien, wenn eben zum Beispiel künstliche Intelligenz selber Auswahlrichtlinien erarbeitet in ihren Prozessen. Das ist sicherlich auch ein Schritt in die richtige Richtung, weil er eben diese Thematik aufgreift. Nur das als Ergänzung noch. Und ansonsten, Frau Haller hat es angesprochen, das reicht aber natürlich nicht, um diese Grenzen, die bei den Mitbestimmungsrechten bestehen, weil eben beim Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 6, der die Mitbestimmung bei technischen Einrichtungen regelt, eben immer die Bedingung ist, dass das zur Überwachung genutzt wird, was Frau Haller hat es gesagt, teilweise ist es vielleicht der Personalabteilung selber auch noch gar nicht klar, ob es jetzt zur Überwachung genutzt werden soll oder ob es nur das Potenzial hat. Jedenfalls verändern diese Dinge ja aber auch Arbeitsprozesse und verändern Arbeitsplätze. Deswegen muss man auch über Beschäftigungssicherung reden, man muss über Qualifizierung reden und man muss ganz unbedingt über Datenschutz reden. Und da würde mich noch unheimlich interessieren von Frau Haller, nach meinem Eindruck werden ja oft die Algorithmen außerhalb des Unternehmens, in dem die Mitbestimmung stattfindet, entwickelt, also bei externen Anbietern. Das ist dann natürlich auch eine Grenze der Mitbestimmung. Da würde mich auch die Praxis interessieren, wie damit umgegangen wird, weil das ist ja dann auch ein zu spätes Aufschlagen sozusagen der Mitbestimmung, wenn das erst kommt, wenn ein schon fertig programmiertes Produkt dann in den Unternehmen eingesetzt wird, wo man eben nicht weiß, mit welchen Daten ist das jetzt gespeist worden, sind die diskriminierend oder nicht. Ja, genau, das ist die Stelle, wo das Betriebsverfassungsgesetz an die Grenze stößt. Das spricht über die Einführung von DV-Verfahren. Ja. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, die das mit uns zu verhandeln haben, sind nicht die verstehen, was man da gekauft hat. Matthias hat es ja vorhin auch schon gesagt, ne? Die Unternehmen, die diese Tools an den Mann, an die Frau bringen wollen, die versprechen das Blaue vom Himmel, ob das Tool das wirklich kann, ob es dafür geeignet ist und was dort eigentlich in dem Tool selber passiert, ist in der Regel eine Blackbox. Was ich an der Diskussion spannend finde, und ich würde das gerne als Nachfrage stellen, vor allen Dingen an euch, Johanna und Bettina, die Situation ist ja die, wie jetzt gerade geschildert, es werden Systeme von Firmen entwickelt, die sich darauf spezialisiert haben. Das können große und bekannte sein, das können aber auch kleine und mittelständische Unternehmen sein, von denen man noch nie gehört hat. Ja? Und die verwenden also jetzt bestimmte Verfahren, um solche Hilfsmittel zu erstellen und behaupten dann, die können einen bestimmten Zweck erfüllen. Und das kann ja auch manchmal der Fall sein. Es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, dass das immer schlecht ist, sondern es geht darum, besser zu erfahren, zu welchem Zweck werden die eingesetzt und sind die dann eben auch zuverlässig. Und spielt es dann tatsächlich eine Rolle, dass die außerhalb des Unternehmens entwickelt worden sind? Ein System wie, sagen wir mal, Office 365, und wir reden jetzt gar nicht, ich nehme jetzt da gar nicht mit rein, dass es auch da Überwachungsmethoden gibt, die da eingesetzt werden können, sondern einfach nur das Miteinander arbeiten und abspeichern auf gemeinsamen
Volumes und dem Ganzen drum und dran, das wird ja auch außerhalb des Unternehmens entwickelt, dass es dann einsetzt. Das hebelt aber doch nicht die oder setzt doch nicht die Mitbestimmungsrechte aus. Formal nicht, aber das Tool ist, wie es ist. Das wirst du mit aller Verhandlung, du änderst ja Microsoft 365 nicht. Ne? Du kannst vielleicht reden, welche der Tools eingesetzt werden oder nicht eingesetzt werden. Und das Schlimme bei diesen Microsofts dieser Welt ist ja inzwischen, dass da laufen die Updates über Nacht. Das kann noch, das weiß noch nicht mal das Unternehmen vorher. Wenn du dich auf den Deal einmal eingelassen hast, dass du das einsetzt, du machst früh morgens deinen Rechner an und stellst fest, dass in Outlook ein neuer Knopf ist. So, und wenn er könnte, kannst du dich beschweren, aber der, bei dem du dich beschwerst, das habe ich auch gerade erst gesehen. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne eine Zuschauerfrage, eine Frage aus dem Chat reinholen in die Diskussion. Und zwar kommt sie von Achim Warfstadt und er fragt, ist es überhaupt möglich, solche Analyseprogramme datenschutzkonform zu betreiben und als Betriebsrat dazu mitzubestimmen? Herr Tietges, wollen Sie vielleicht antworten? Ach, meine Herren der Wissenschaft. Geht das? Das ist schwierig. Ja, das ist, ich glaube, das ist ziemlich schwierig, ja. Gerade wenn man sich mal einfach vielleicht mal darauf eingeht, wo die Reibungspunkte sind zwischen Big Data-Anwendungen, die es so gibt oder die so programmiert werden, und der Datenschutzgrundverordnung. Ich bin kein Jurist und ich würde da auch bitten, gleich mal zu ergänzen. Aber der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist, Sie haben eigentlich bei Datenverarbeitung in Betrieben, wo auch immer die stattfinden, eine eindeutige Zweckbestimmung. Die ist vorher festgelegt und die muss auch eingehalten werden. Das ist die Grundlage dafür, dass Daten gesammelt werden dürfen. Die ist niedergeschrieben und daran orientiert sich, welche Daten gesammelt werden. So, Big Data Anwendungen, KI Anwendungen sind erstmal darauf gemünzt, dass sie möglichst viele Daten auswerten, um zu Mustererkennungen oder sonst was zu kommen. Alleine dieser Punkt, der reibt sich schon sehr, sehr stark. Und dementsprechend würde ich sagen, es ist schwierig, datenschutzkonform eine Analysesoftware zu machen. Der zweite Punkt, der mir direkt in den Sinn kommt, ist, das betrifft ja eigentlich nicht bloß die personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten, sondern auch alle Daten, die sich Metadaten und sonstiges schimpfen, die über eine Verknüpfung mit anderen Daten wieder zu personenbeziehbaren Daten werden. Und auch da würde ich sagen, ist es inzwischen möglich und ist auch schon quasi in der Praxis angekommen, dass man solche Verknüpfungen von unterschiedlichen Datenquellen unternimmt und daraus bestimmte Ableitungen zieht, die dann genau wieder das unterlaufen, was man im Datenschutz und in der Zweckbindung eigentlich festlegen wollte. So viel vielleicht erstmal dazu. Ergänzung bitte aus der Abteilung. Ja, gerne. Da bin dann wohl ich gefragt. Ach so, ja, ich wollte die Ergänzung aus der Rechtsabteilung noch vornehmen und kann da eine typische Juristenantwort geben. Es kommt darauf an und es ist schwierig und kompliziert. Und er hätte auch da eine sehr konkrete Forderung an den Gesetzgeber, denn wir haben immer noch kein Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Was einfach insbesondere auch Mitbestimmungsakteurinnen und Akteuren natürlich erleichtern würde, gewisse Fragen zu beantworten und einen Rahmen zu setzen. Trotzdem gibt es jetzt schon, dazu gibt es auch viele Veröffentlichungen bei Herrn Spielkamp im Projekt, hat er auch, glaube ich, Professor Wette mitgearbeitet, konkret auch zu den Datenschutzfragen was geschrieben. Ich kann jetzt hier natürlich kein Referat darüber unterhalten, aber grundsätzlich zum Beispiel, dass man darauf achtet, dass Daten eben immer nicht personenbezogen anonymisiert erhoben werden, also eine Voraussetzung. Was die Schwierigkeit bei algorithmischen Systemen ist, ist die
quasi ständige Veränderungen, die ja gerade selbstlernende Systeme mit sich bringen. Und da dann eine Logik zu haben, dass man quasi bei jedem neuen Datensatz immer auch wieder eine Betriebsvereinbarung neu aufsetzt, funktioniert natürlich nicht, sodass man irgendwie gucken muss, dass man allgemeine Standards vereinbart, die dann für diese Prozesse gelten. Aber es wäre eben schon wünschenswert, wenn da einfach ein breiterer Zugriff ist, wenn zum Beispiel auch gesetzlich geregelt würde, dass Technik mitbestimmungsfreundlich ausgestaltet werden muss, also auch transparent sein muss. Denn nur dann kann ich ja als Betriebsrat kontrollieren, ob datenschutzkonform gearbeitet wird mit den technischen Systemen, die da im Einsatz sind oder nicht. Ich muss kurz einmal dazwischen gehen, weil bei mir ist jetzt das Bild komplett eingefroren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich sehe weder... Hier läuft alles. Wenn wir dürfen, würden wir weitermachen. Kannst du uns denn noch hören? Okay, alles klar. Herr Spielkamp, Sie wollten noch was ergänzen. Ja, ich wage eine etwas andere Antwort. Die Frage war ja, kann man das datenschutzkonform oder auch einfach, ich will es mal ein bisschen größer machen, rechtskonform, und auch im Einklang mit der Mitbestimmung machen. Und meine Antwort ist darauf, man muss es können. Es ist natürlich unbefriedigend, wenn man auf der anderen Seite weiß, wie groß die Schwierigkeiten sind. Mir sind die auch durchaus bewusst, wenn auch vielleicht nicht in allen Details. Also das ist aber ja, glaube ich, ein Hin und Her. Den Juristinnen und Juristen ist nicht vollständig klar, was die Systeme tun. Denen, die die Systeme entwickeln, ist nicht so richtig klar, was die juristischen oder die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Und das ist ja da genau der Punkt, an dem man eben diese interdisziplinären Diskussionen führen muss. Und wozu wir aber kommen müssen, ist eben, das als Machtfragen zu verhandeln. Steht ja heute ganz oben auf der Liste, wenn man so will, als Thema. Nämlich, wie bekommen wir es hin, dass jetzt nicht die Arbeitnehmerinnenseite unter die Räder kommt an der Stelle. Und wir stehen bei vielen Fragen am Anfang. Das eine, was gerade genannt wurde, ist zum Beispiel die Veränderbarkeit von Systemen durch selbstlernende Verfahren. Diese Frage stellt sich an anderen Stellen auch, zum Beispiel, wenn es um den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung geht, ob dann etwa gewisse Entscheidungen auf der Grundlage von solchen Verfahren, die sich verändert haben, überhaupt getroffen werden dürfen, ob das mit einem Konsistenzgrundsatz in Übereinstimmung ist. Und da gibt es viel zu tun. Da gibt es viele Antworten, die wir auch erst entwickeln müssen. Aber wir müssen ja genau dieser Vorstellung widerstehen, dass jetzt zum Beispiel diejenigen, die das einsetzen, sagen, ja, wir können nicht anders. Ja? Microsoft 365 kommt halt so. Und SAP SuccessFactors, das wird halt so gemacht und da haben wir keine Wahl. Mir ist schon völlig klar, dass die Praxis da ein beständiges Hin und Her und Zerren und Aushandeln ist und dass das auch anstrengend ist und dass das frustrierend und ist und auch nicht immer zum Erfolg führt. Aber die Idee davon, dass das geht, die dürfen wir ja nicht aufgeben. Denn das würde ja bedeuten, dass wir uns dazu sozusagen reinfügen in die Deutungshoheit derjenigen, die die Systeme entwickeln oder die sie einsetzen, eben die Unternehmensseite. Das ist nicht akzeptabel. Daran schließt sich ganz gut eine Frage aus dem Chat an. Und zwar fragt Heiner Pölitz, muss vor der Softwareauswahl nicht eine Experimentierphase vorgeschaltet werden? Ist das praktikabel? Ginge das? Frau Wenkebach nickt. Genau, nickt und wedelt mit der Hand. Ganz kurz vorweggeschoben nochmal, das passt aber trotzdem zur Frage, zwei Punkte davor. Ich glaube, diese Frage nach dem Datenschutz ist deswegen wichtig, weil ich schon denke, dass gerade aus gewerkschaftlicher Perspektive, aus Arbeitnehmersicht, wir noch stärker auch hier in unserer Praxis, auch im Arbeitsrecht tatsächlich, Daten als Machtfrage diskutieren und behandeln und auch regulieren müssen. In der Europäischen Union gibt es da durchaus schon Ansätze zu. Die Datenschutzgrundverordnung kam ja auch aus Europa und es macht auch unheimlich Sinn, die europäische Ebene dafür zu nutzen, denn das sind ja alles Unternehmen, die grenzüberschreitend agieren. Diese Digitalisierungsthemen passieren ja parallel zu Globalisierungseffekten. Das ist ja ineinander verzahnt und das macht gerade die Datenschutz-Thematik auch so komplex und deswegen finde ich da den europäischen Ansatz richtig, der weiterverfolgt werden sollte. Ein zweiter Aspekt, den ich mit Blick auf den Datenschutz wichtig finde, auch für die betriebliche Praxis, ist etwas, was ich wiederum auch das Arbeitsministerium vorgenommen hat, nämlich auch eine Zertifizierung von Systemen vorzunehmen. Das wäre ja jenseits der Bereiche,
Beratung durch Expertinnen und Experten im Einzelfall einfach auch nochmal eine wichtige Unterstützung, wenn es da einfach ein System gibt, um schon mal einzustufen, bei welcher Kritikalität sind wir denn? Was für Daten werden denn hier potenziell verarbeitet und auch was für Entscheidungen werden getroffen, um da einfach eine zugänglichere Betriebsratsarbeit möglich zu machen und Einschätzung auch von Betroffenen. Und zu dieser Frage nach diesen vorgeschalteten Prozessen, das ist was ich unbedingt empfehlen würde, was wir auch in der Praxis Betriebsrätinnen und Betriebsräten raten. Also erstmal eine Pilotvereinbarung abzuschließen, zu verabreden, dass man den Prozess evaluiert, denn das ist ja alles Learning by Doing, das ist ja auch für die Arbeitgeberseite schon so bezeichnet worden. Ja. Und so kann man dann eben schauen nach einem Jahr, wie hat sich Arbeit verändert, wie geht es den Beschäftigten damit, was für Gefährdungslagen sehen wir. Wir reden ja hier auch über psychische und physische Gesundheit. Das ist ja auch ein Arbeitsschutzthema, wenn wir über algorithmische Systeme reden. Und was haben sich da für Bedarfe entwickelt? Und das sollte dann gemeinsam nochmal evaluiert werden. Und ich weiß aus unserer Arbeit in der Hans-Böckler-Stiftung, dass es auch einige gute Beispiele für solche prozesshaften Pilotvereinbarungen, gerade in diesem Bereich Digitalisierung, gibt, die sicherlich gute Beispiele sind dafür. Ich kenne natürlich auch aus eigener Erfahrung die Gegenseite, nämlich das Gefühl, okay, wir dürfen das Programm nicht verwenden, wir dürfen nicht Slack verwenden, wir dürfen nicht WhatsApp verwenden. Und das behindert natürlich auch manchmal Prozesse, gerade in der Zusammenarbeit beispielsweise zwischen Freiberuflern und Festangestellten. Wie kann man denn da die Balance finden? Weil solche Testphasen, die dauern natürlich auch sehr lange und die Digitalisierung und der Fortschritt geht halt sehr, sehr schnell. Ja, das ist ja auch der Vorwurf, um da einzuhaken, das ist ja der Vorwurf, der den Betriebsrätinnen und Betriebsräten häufig auch gemacht wird an dieser Stelle. Ja. Frau Hallauer wird mir da sicherlich zustimmen, dass dann von Unternehmensführungsseite einfach gesagt wird, jetzt kommt mal in die Puschen und jetzt macht mal ein bisschen schneller, weil ansonsten das Tool, was wir einführen, schon wieder zwei Schritte weiter ist und wir uns dann, wenn ihr soweit seid mit eurer Entscheidung, quasi uns auf einer ganz anderen Ebene darüber unterhalten müssen. Das ist ja noch viel schlimmer. Gerade in den international agierenden Unternehmen machen die das so, die fangen damit natürlich nicht bei uns an. Die fangen damit an in Amerika, in Indien, sonst wo. Und dann kommt die Argumentation, überall auf der Welt geht es bloß, mit euch geht es wieder nicht. Ihr Bremser. So stellt sich das ja dann in der Realität dar. Also ich sag mal, was manchmal noch gelingt, sind so, wenn es eben wirklich sehr spezifische Dinge sind, wie zum Beispiel eben für Ausbildung, was es ja so international eben nicht überall so gibt, dass man zumindest dann sowas wie Exit-Klauseln vielleicht ausmachen kann, dass man sagt, also Pilotierung, das ist das Problem, ist Pilotierung wird bei vielen deutschen Unternehmen inzwischen eigentlich als schrittweise Einführung verstanden. Na, das heißt, wir fangen jetzt hier erstmal an, aber eigentlich bereits mit der festen Entscheidung, es dann auszurollen. Und wie gesagt, Office 365 werden sie nicht pilotieren. Also das ist dann auch ein Stück weit wirklichkeitsfremd. Und es ist eben tatsächlich auch der Konflikt zwischen dem, was die Menschen privat tun, und wie sie sich dann auch im Betrieb verhalten. Ja, also auch dieses Spannungsfeld muss man ja immer wieder, und da kommen sie mit der eigenen Argumentation dann auch bei der Firmenseite ganz schnell an so eine Schwelle. Das ist ja so ein Totschlagargument, ne? Aber bei Amazon kaufen sie Schuhen. Ja, das eine also da, Ich würde schon gerne nochmal eine andere Perspektive wagen. Ja, es ist nicht so einfach, weil diese Zeitverzögerung, das wirkt immer so unhöflich. Aber es geht hier, glaube ich, auch um die Frage von digitalen Infrastrukturen. Und das ist auch eine, die wir stellen müssen. Wir haben auf eine Art vor allen Dingen auch eben, was die Wirtschaftspolitik auf deutscher Seite, auf europäischer Ebene angeht, seit Jahren so eine Art Akzeptanz, dass es eigentlich immer nur um Wirtschaftsförderung geht. Aber ich glaube, was dabei außer Acht gelassen wird, ist,
dass es hier eben genau um eine Entwicklung von Infrastruktur geht. Das ist einmal bei der Digitalisierung an sich schon der Fall, aber auch bei dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wenn wir nicht selber bereit sind, zum Beispiel auch die Entwicklung von, und ich meine jetzt konkret nicht nur datenschutzfreundlichen Anwendungen, ja, man kann ja über Datenschutz sehr kontrovers diskutieren. Wir hatten gerade dieses Beispiel Slack. Ist es zum Beispiel ein Problem aus Datenschutzperspektive, dass Leute da miteinander sprechen? Nein, es ist wahrscheinlich eins aus der Perspektive, dass alle diese Daten auf amerikanischen Servern liegen. Was ist denn jetzt, wenn wir ein System verwenden, bei dem die Nachrichten aber Ende zu Ende verschlüsselt sind? Dann kommt wiederum der Einwand. Wir haben es gerade in der Praxis erlebt, dass mit einem Kooperationspartner dann der Einsatz eines solchen Tools abgelehnt wurde mit der Begründung, ja, aber da werden dann die Daten auf amerikanischen Servern abgespeichert. Und wir haben ja schließlich hier mit Microsoft Office 365 und dem entsprechenden Messenger-Tool haben wir ja ein System, das sozusagen datenschutzkonform eingesetzt werden kann. Da fasse ich mir natürlich an den Kopf und denke mir, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja? Auf der einen Seite Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten, sozusagen Zero Knowledge, ne? Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, aber wir haben eine Datenschutzvereinbarung mit Microsoft. Allerdings liegen alle die Informationen bei denen auf den Servern. Und es hat aber jemand zugestimmt und hat eine Vereinbarung unterschrieben. Und da wird eben dann deutlich dran, dass wir viel mehr Energie darauf verwenden müssen, eben raus aus der Zange der, sagen wir mal, Plattformen zu kommen, die uns ihre Modelle einfach aufzwingen. Und da sehe ich schon tatsächlich sehr, sehr viele Forderungen, die man eben auch an zum Beispiel den Staat stellen kann, ja, in Form von Wirtschaftspolitik und Forschungsförderung. Mhm. Darf ich auch noch was zu dem Punkt sagen? Weil ich finde das eine ganz wichtige Frage, wirklich auch unter der Überschrift, die wir hier haben. Ich sehe das ganz stark, wenn ich mir anschaue, es sind Vorschläge und Forderungen auch von der Arbeitgeberseite, von meinen Gegenparts sozusagen auf der Arbeitgeberseite, dann ist sozusagen immer die Argumentation, Digitalisierung funktioniert in Deutschland nur, wenn wir alles schneller machen, ganz viele gesetzliche Regeln abschaffen, Mitbestimmung behindert, das Arbeitszeitgesetz, also Regelungen zu Pausen behindern, das ist alles nicht sozusagen zeitgemäß. Und da finde ich es ganz entscheidend, da wirklich ein ganz bewusstes Gegenbild von gewerkschaftlicher Seite aus Arbeitnehmersicht zu entwickeln und zu sagen, doch, gerade diese Digitalisierungsprozesse erfordern Demokratie, erfordern Mitbestimmung. Und das funktioniert eben nicht, wenn Menschen gesagt wird, friss oder stirb. Also hier ist das Produkt und du hast die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Wenn du nein sagst, bist du der Bremser, die Bremserin. Wenn du ja sagst, hast du alles richtig gemacht. So funktioniert das nicht. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass die Mitbestimmung bei diesen Digitalisierungsprozessen rechtzeitig genug beginnt, wo eben wirklich noch Gestaltungsmöglichkeiten aus Bedürfnissen der Belegschaft heraus stattfinden. Und dafür muss einfach der Rahmen geschafft werden, wenn wir weiterhin eine demokratische Wirtschaftsordnung haben wollen. Eine Frage schließt sich da ganz gut an von Richard Starnek. Programme ändern sich von Version zu Version. Wie können Betriebsräte das in den Griff bekommen? Also wie sieht das dann in der Praxis aus? Oder wie kann es aussehen? Da warte ich auch noch auf eine kluge Idee. Wer hat denn eine kluge Idee? Also ich kann keine Lösung anbieten. Genau, also ich kann nicht aus der Praxis berichten, ich kann nur sagen, was wir sozusagen in der Theorie empfehlen, nämlich sozusagen immer wieder dann neu zu schauen, was ist... hat sich jetzt etwas so grundlegend geändert, dass wir eine neue Regelung brauchen. Und ansonsten das, was ich eben auch schon gesagt habe, nämlich, dass einfach eine Vereinbarung getroffen wird über grundsätzliche Werte und Ziele, mit welchem, also wo Grenzen gesetzt werden, welche Daten nicht erhoben werden, was auch nicht gemacht wird, um sozusagen einen gemeinsamen Wertekompass zu haben im Unternehmen. Also wir haben. Ja, und ich würde das gerne ergänzen. Oh.
Also wir haben jetzt in Einzelfällen schon mal so Versuche gemacht mit so einer Variante, so eine Betriebsvereinbarung eben nicht in Stein zu meißeln, sondern mit sowas wie mit einem Living Document zu arbeiten. Zu sagen, wir fangen jetzt erstmal an, weil wir auch noch nicht alles genau wissen und verständigen uns aber, dass wir diesen Prozess begleiten und uns über Veränderungen dann halt auch wieder unterhalten. Also so als Grundansatz, weil es tatsächlich ansonsten dazu führt, dass es eben so lange dauert, bis alle Aspekte beleuchtet sind, dass es zu lange dauert, um anfangen zu können und dass man am Anfang oft auch gar nicht alles weiß. Ja. Ich halte das für eine ziemlich gute Idee und ich würde gerne noch eine weitere einbringen. Das ist auch schon in der Diskussion. Ich glaube, Johanna Wenkebach hat es eben auch erwähnt oder jemand in der Runde jedenfalls, als es um die Frage nach Prozesshaftigkeit ging und dass man das eben auch begleiten kann. Ich finde, das ist sehr wichtig und auch vielversprechend. Es müssen Folgenabschätzungen gemacht werden für Systeme. Und das hört sich immer so an, als sei das jetzt irgendwas, wo man, keine Ahnung, 100 Tage Arbeit reinstecken muss. Ich glaube, das ist an vielen Stellen simpler. Es geht darum, dass es eine Art standardisierten Reflexionsprozess geben muss beim Einsatz solcher Systeme, bei der Einführung solcher Systeme, bei der konkrete Fragen beantwortet werden müssen. Also ein Katalog von Fragen. Ja, ähnlich diesen Leitlinien oder diesem Leitfaden, den wir heute schon mal besprochen haben. Und dann ist es sehr wohl möglich zu sagen, wenn an einer entscheidenden Stelle, die auch definiert werden kann, eine Veränderung stattfindet in dem System, die zu einer Veränderung in der Folgenabschätzung führt, dann muss man da neu drüber reden. Und wenn diese Veränderung, die da gemacht wird, eben nur eine Optimierung von irgendwas ist und man schon davon ausgehen kann, dass das jetzt nicht grundsätzlich die Funktionalität verändert, dann ist das eben nicht der Fall. Das muss begleitet werden von Strukturen, die dann auch dafür sorgen, dass man herausfinden kann, ob das wirklich auch stattfindet oder ob dem Genüge getan wird und nicht einfach einem da das Blaue vom Himmel runter erzählt wird. Aber da sehe ich schon tatsächlich Möglichkeiten, das zu entwickeln und zu implementieren. Ja, vielleicht noch die Ergänzung hin zu der Ressourcenseite, weil die finde ich bei der Prozessorientierung natürlich sehr, sehr wichtig. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, Leute, ihr müsst jetzt agile BVen abschließen oder prozessorientierte Living-Document-Sachen machen, euch also stetig und immerwährend damit auseinandersetzen. Und dafür sind keine Ressourcen auf Seiten der Mitbestimmung da. Die müssen geschaffen werden, genau dafür. Das heißt, es muss auch ein Stück weit ein Umdenken stattfinden, hinsichtlich der Tatsache, dass man inzwischen Themen hat, mit denen man dauerhaft beschäftigt ist, dementsprechend personell, finanziell, wie auch immer, ausgestattet ist. Also ich glaube, ich renne da offene Türen ein mit dieser Forderung. Aber ich sage dir trotzdem. Definitiv. Ich glaube, da würden alle zustimmen. Und wie kann sich diese in die Tat umsetzen? Also wie können mehr Ressourcen dafür geschaffen werden? Brauchen wir dann eine gesetzliche Grundlage oder wie kann das funktionieren? Ja klar, das ist natürlich eine Frage von Freistellungsregeln, einfach von der Größe von Betriebsratsgremien. Ich denke, die ganzen Pilotvereinbarungen kommen zum größten Teil aus wirklich großen Betrieben mit vielen freigestellten Betriebsräten, wo es teilweise sogar noch darüber hinausgeht. Also das ist zum Beispiel auch die Frage, wer wird mitbestimmt? Ja, wer ist ArbeitnehmerInnen? Wenn wir über algorithmische Systeme reden, müssen wir uns ja auch die Plattformökonomie anschauen, die immer noch im Wesentlichen darauf beharrt, dass die Menschen, die sie beschäftigt, CrowdworkerInnen, keine Arbeitnehmer, sondern Selbstständige sind. Dann könnte man zum Beispiel, indem man im Betriebsverfassungsgesetz Mitbestimmung regelt für Arbeitnehmerähnliche, die zu Wahlberechtigten macht und damit auch mitzählen lässt bei den Größen von Gremien, einiges verändern. Und was ich aber unter der Ressourcenfrage auch ganz wichtig finde, ist auch, Tarifbindung und Gewerkschaftspolitik und Gewerkschaftsrechte mitzudenken. Denn das ist ja
auch eine entscheidende Säule von diesen Mitbestimmungsfunktionen. Denn all das, was wir hier besprochen haben, wir haben jetzt intensiv über Datenschutz geredet, algorithmische Systeme berühren ja zum Beispiel auch Entgeltfragen. Also wenn da Leute sozusagen ganz anders strukturiert arbeiten, vielleicht mit stärker algorithmisch vorgegebenen Handlungsanweisungen, ich habe aus dem Handelsbereich von Verdi gehört beispielsweise, dann wird natürlich auch die Entgeltfrage vom Arbeitgeber gestellt und eine Abgruppierung angestrebt. Es geht wirklich um auch Arbeitsalltag von Beschäftigten und da haben wir auch die Tarifvertragsparteien im Boot. Und wenn wir sie zum Beispiel in Bereichen, wo ganz stark mit algorithmischem Management gearbeitet wird, wie zum Beispiel in der Plattformökonomie im Boot haben wollen, dann müssen wir Zugangsrechte schaffen für Gewerkschaften in diese digitalisierten Betriebe hinein. Denn diese Fragen stellen sich ja nicht nur bei Siemens, und auch das haben wir schon von einigen Schwierigkeiten in der Praxis gehört, sondern auch in Betrieben, wo erstmal erkämpft werden muss, dass überhaupt ein Betriebsrat errichtet wird und es auch gar keinen Betrieb im eigentlichen Sinne mehr gibt. Das finde ich wichtig, sozusagen diese gewerkschaftspolitische, diese tarifpolitische Seite auch von vornherein mitzudenken bei diesen Fragen. Und ich fand es sehr spannend zu hören, dass da jetzt auch die ersten Tarifverträge für diese Digitalisierungsprozesse, insbesondere auch mit Blick auf algorithmisches Management, verhandelt werden. Ich würde ganz gerne noch mal ein weiteres Thema eröffnen. Und zwar nehme ich das mit von der Debatte heute Morgen, bei der es um Geschlechtergerechtigkeit ging. Und eine Frage, die da auch noch aufkam und die natürlich auch in diesen Bereich hineinspielt, ist die Frage der Diskriminierung durch Algorithmen. Inwiefern gibt es da Einblicke? Was wissen Sie darüber und was kann man dagegen tun? Matthias, möchtest du? Ja, also ich glaube, ein bekanntes Beispiel ist ja die Geschlechterdiskriminierung an der Stelle, wenn es zum Beispiel um Auswahlprozesse geht. Das muss nicht nur beim Recruiting sein, also wenn jemand neu von außen in die Firma kommt, sondern es gibt ja auch innerbetriebliche Prozesse zur Auswahl. Und da ist eben ein, ich will mal sagen, typisches Beispiel, dass je nachdem, wie so ein System trainiert wird, also wenn es auf einem maschinellen Lernverfahren basiert. Ja, das ist ja, muss ja nicht immer der Fall sein. Also Algorithmen sind ja auch viel, können ja auch viel schlichtere Verfahren sein. Mhm. Aber wenn es auf so einem maschinellen Lernverfahren basiert, dann kann es sein, dass auf Grundlage des Datensatzes, der vorhanden ist, das System zum Beispiel lernt, dass in der Vergangenheit halt vor allen Dingen weiße Männer mit bestimmten Charakteristika im Unternehmen erfolgreich waren, was daran liegt, dass das Unternehmen so aufgebaut ist, wie es ist. Ja, und dass also die Realität schon diskriminierend ist. Und dass das System dann daraus lernt, dass es aber erfolgversprechend ist, das weiterzutreiben. Und das ist natürlich hochproblematisch. Und das ist in der Praxis zumindest an verschiedenen Stellen schon gezeigt worden, dass sowas passiert. Und die Frage ist natürlich, wie bekommt man das raus, wenn man keinen Einblick hat in diese Systeme? Das haben wir ja aber heute schon ausführlich diskutiert, dass das eben dann ein ganz wichtiger Grund ist dafür, dass diese Informationen vorhanden sind. Ich will aber nicht außer Acht lassen jetzt hier, dass es eben durchaus auch die Möglichkeit gibt, dass das eingesetzt wird, also dass solche Technologien und Systeme eingesetzt werden, um solche Art von Diskriminierung aktiv zu verhindern. Das Problem ist eben, dass dieses Potenzial, das vorhanden ist, wir bis jetzt in der Praxis noch nicht realisiert sehen. Immer wenn wir Beispiele finden dafür, wenn dass solche Systeme eingesetzt werden, nicht immer, das ist übertrieben, aber hauptsächlich finden wir Beispiele, bei denen die Folgen eben eher problematisch sind. Und das hat eben dann auch wieder was mit Machtstrukturen zu tun. Ich glaube, Frau Wenckebach, ja. Sie wollten da noch ergänzen, ne? Oder hätte Tiltges, ja? Und Frau Haller wollte auch was sagen. Genau, dann erstmal vielleicht Sie. Frau Haller. Ich muss den Ton aber anschalten. Frau Haller, wir können Sie gerade nicht hören. Könnten Sie einmal Ihr Mikro anschalten? Bin ich da raus? Ah, da bin ich aus Wunderbar. Aufgeräumt. Ja, also das wäre für mein Dafürhalten ganz klassisch eines der Themen. Ich glaube, die Johanna Wenckebach hat angesprochen vorhin zum Thema auch Zertifizierung, dass man eine gewisse Verlässlichkeit hätte zu bestimmten Themen, dass man sagt, das tut es nicht und das hat jemand geprüft. Also das würde diese Unübersichtlichkeit so ein Stück
reduzieren, weil so wie Matthias schon sagt, das kann ja im Guten wie im Bösen. Also ich kann entweder der Diskriminierung da gezielt entgegenwirken oder ich schreibe sie einfach fort. Ich sage ja mal, warum sind die Frauen 2000 Jahre lang unterdrückt worden? Weil es sich bewährt hat. Wenn das System natürlich so lernt, habe ich eine andere Ausgangsbasis, als wenn ich so wie zum Beispiel diese Ansätze mit der Bewerbung ohne Foto so versuche, bestimmte Aspekte eben von vornherein bei der Entwicklung eines solchen Systems halt auszuschließen. Also aus rechtlicher Sicht kann ich ergänzen, wir haben das Antidiskriminierungsrecht, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG, das gilt, das ist anwendbar. Es gibt schon einige Expertisen von Juristen dazu, an welchen Stellen es vielleicht sinnvoll wäre, das zu konkretisieren. Wir haben definitiv im Antidiskriminierungsrecht immer diese Schwierigkeit, dass es letztlich so angelegt ist, dass Einzelne sich wehren müssen gegen Diskriminierung. Das ist unheimlich ineffektiv aus rechtlicher Sicht, weil die Leute haben ja schon diesen Diskriminierung entsteht ja insbesondere bei Menschen, die ohnehin schon marginalisiert werden. Und jetzt von denen zu verlangen, dass sie diese sozialen und finanziellen Hürden nehmen, sich womöglich auch noch in einem prekären Beschäftigungsverhältnis, wenn wir zum Beispiel Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen in dem Bereich der Plattformökonomie anschauen, also dann der migrantischen Beschäftigten, die über Helpling als angeblich Selbstständige beschäftigt wird, zu sagen, jetzt setzt du dich mal hier gegen das System zur Wehr. Das ist natürlich unheimlich unwahrscheinlich, dass das passiert. Deswegen wäre es wichtig, ein Verbandsklagerecht zu schaffen, Verbänden die Möglichkeit zu geben, sich vor diese Leute zu stellen, für Rechtsschutz zu sorgen. Sonst steht einfach Antidiskriminierungsrecht nur auf dem Papier. Ganz wichtig ist es auch, weiter in den Betrieben über diese Werte zu diskutieren, diese Fragen zu stellen. Es kommt immer wieder raus, dass ganz viel über Diskriminierung immer noch nicht bekannt ist. Das gilt für alle Gesetze, die sich damit befassen. Und grundsätzlich, ich weiß nicht, wer hier alles zuhört, an die Politik hätte ich auf jeden Fall die Aufforderung, dass einfach diese Digitalisierungsprozesse, diese Transformationsprozesse viel stärker genutzt werden, um wirklich ein Gender-Mainstreaming zu betreiben und wirklich viel grundsätzlicher zu fragen, wie wirken sich Systeme aus, wie wirkt sich auch gesetzliche Regulierung aus, also viel mehr auf Prävention zu setzen, als darauf, dass eben diskriminierende Strukturen eingesetzt werden, sich auswirken und sich dann Einzelne dagegen wehren sollen. Das ist einfach kein, das funktioniert so nicht gut. Und gerade diese Veränderungsprozesse jetzt auch durch Digitalisierung wären eigentlich sehr geeignet, von Anfang an darauf zu achten, dass die Arbeitswelt weniger rassistisch und zum Beispiel auch weniger diskriminierend gegenüber Frauen wird. Wenn man sich trauen würde, diesen großen Wurf mal anzugehen. Den ersten Appell haben wir jetzt schon gehört und damit würde ich ganz gerne die Abschlussrunde einleiten. Vielleicht könnten die anderen Teilnehmenden auch noch mal so in 1-2 Sätzen sagen, was ihr Appell zu dem Thema Mitbestimmung und Algorithmen wäre. Herr Spielkamp. Wir haben jetzt eine ganz konkrete Fragestellung, die uns beschäftigt. Das ist nur ein Ausschnitt, aber den halten wir für sehr wichtig und möchten den jetzt in naher Zukunft mal genauer untersuchen. Und zwar hat die Europäische Kommission ein Papier vorgelegt in Form eines Weißbuchs im vergangenen Jahr zur KI-Regulierung. Da steht drin, dass grundsätzlich alle KI-Anwendungen, die im Zusammenhang mit Betrieben und Beschäftigten stehen, als Hochrisikoanwendungen einzustufen sind und dass für die dann erhöhte Transparenzmaßstäbe gelten sollen. Und die Kommission ist jetzt dabei, aus der Konsultation, die dann erfolgt ist, die Schlüsse zu ziehen und will im ersten Quartal dieses Jahres dann auch einen entsprechenden Gesetzesentwurf präsentieren. Und das wird sehr spannend sein, zu sehen, was da rauskommt. Und wir möchten untersuchen, erstens, was jetzt aus diesen Versprechen geworden ist, dass da mehr Transparenz geboten werden soll, ob die belastbar sind. Und zweitens auch, wenn das nicht der Fall ist, und wir haben natürlich die Befürchtung, wie man darauf hinwirken kann,
dass da größere Transparenzbestimmungen oder bessere Transparenzbestimmungen verankert werden, damit eben diese Mitbestimmung wieder stärker auf Augenhöhe stattfinden kann. Und das ist jetzt sozusagen der Appell auf der einen Seite an die Kommission, da nicht zu kurz zu springen, aber gleichzeitig eben auch die Ankündigung, dass wir uns das sehr genau anschauen werden, mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass das eben umgesetzt wird, so wie mal angekündigt. Vielen Dank, Herr Tiltges. Ja, ich muss dem komplett beipflichten, vielleicht noch ein Aspekt aus der technischen Entwicklung oder wo wir da jetzt gerade stehen, der vielleicht in nächster Zeit sehr viel Relevanz entfalten kann. Vielleicht sollte man mal den Blick über den Tellerrand wagen in die Richtung, wie quasi Datenaufbereitung betrieben werden kann, wie dort schon Datenschutz auf einem anderen Level mitgedacht werden kann. Da ist das Stichwort Differential Privacy, was durchaus die Möglichkeit bietet, Auswertungen auch in betrieblichen Situationen und in betrieblichen Anwendungen stattfinden zu lassen, ohne dass gerade genau diese ja nicht wünschenswerten Effekte, die wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben, sich ergeben. Das vielleicht als Appell, dass man quasi weiter an dem Thema dran ist und weiter auch über den Tellerrand da schaut und versucht, Lösungen zu finden. Und ganz kurz Frau Haller noch. Ich bin bescheiden. Ich wünsche mir nur, dass es gelingt, den Entwurf des Betriebsstärkungsgesetzes, so wie er jetzt vorliegt, noch heil durch die Koalition zu bringen, weil dann wäre uns wenigstens schon mal ein bisschen geholfen. Ja. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für die lebhafte Diskussion. Wir haben heute mitgenommen, dass People Analytics durchaus kritisch zu sehen sind, vor allen Dingen, weil es noch wenig Transparenz gibt. Aber wir haben auch gelernt, dass es schon viele Ansätze gibt von Gesetzgeberseite. Es gibt Leitfäden, an denen man sich orientieren kann und praktische Vorgehensweisen, von denen uns Frau Haller zum Beispiel berichtet hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und zwar geht es 9.30 Uhr los. Da besprechen wir, inwiefern die Digitalisierung auch zur Mitbestimmung beiführt, also inwiefern sie diese erleichtern kann. Und am Nachmittag, dann gibt es natürlich erstmal wieder viele verschiedene Sessions, zu denen Sie alle ganz herzlich eingeladen sind. Und zum Nachmittag diskutieren wir dann den Plattformkapitalismus, also entsprechende Gegenbewegungen zu Apple, Amazon und Co. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Ich habe da noch was vergessen. Ich habe die Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen. Also so ein bisschen zumindest. Ohne Technologie, ohne Algorithmen, eigentlich sogar ganz ohne Strom. Old school, sozusagen. Und wenn ich mir das so anschaue, dann habe ich den Eindruck, die Zukunft liegt in gewisser Weise in unseren Händen. Und wir können sie beeinflussen. Ein bisschen zumindest. Das ist gut so, denn dann wird die Zukunft gar nicht so schlecht. Nein, sie wird eigentlich ganz schön, wenn wir uns denn Mühe geben